Hallo zusammen! Heute am 10.06.2021 ist ein ganz besonderer Tag für alle Astronomiebegeisterten. Denn heute ist Sonnenfinsternistag! Und in der Hoffnung, dass das Wetter mitspielt, könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal das Ganze ab ungefähr 11.20 Uhr live mitverfolgen. Es kann aber nicht schaden, sich vorher ein bisschen Klugscheißerwissen zu dem Thema anzueignen. Los geht's! Zum Thema Sonnenfinsternis gibt es jede Menge interessanter Fakten, von denen ich mir drei herausgesucht habe, die ich in diesem Video mit euch teilen möchte. Damit wir eine Sonnenfinsternis erleben können, muss sich der Mond zwischen Erde und Sonne befinden. Schlaumeier könnten jetzt einwerfen, dass das doch regelmäßig einmal im Monat der Fall ist. Das ist auch richtig. Und dann sehen wir in der Regel den Mond nicht. Es ist sogenannter Neumond. Von der Erde aus gesehen zieht der Mond dann knapp oberhalb oder knapp unterhalb der Sonne vorbei. Das hat mit der Bahnneigung des Mondes gegenüber der Erdbahn zu tun. Hin und wieder kommt es aber auch vor, dass der Neumond die Bahnebene der Erde quert und Erde, Mond und Sonne dann in einer Linie stehen. Von der Erde aus gesehen schiebt sich der Mond dann direkt vor die Sonne und verdunkelt sie. Eine Sonnenfinsternis entsteht. So eine Sonnenfinsternis ist ein unglaublich seltenes Naturschauspiel. Falsch! Eine Sonnenfinsternis kommt nämlich pro Jahr ungefähr 2-3 Mal vor. Natürlich nicht immer am gleichen Ort. Unsere Erde ist schließlich recht groß. Im Gegensatz zur Erde ist es der Mond allerdings nicht. Und deshalb wird auch sein Schatten, der während einer Sonnenfinsternis auf die Erde projiziert wird, eher klein. Eine totale Sonnenfinsternis kommt an ein und demselben Ort ungefähr alle 375 Jahre vor. In Teilen Deutschlands hatten wir zuletzt 1999 das Vergnügen. Jetzt dürft ihr gerne alle einmal rechnen. An eurem Wohnort findet eine Sonnenfinsternis statt oder ihr seid sogar extra an einen entsprechenden Ort gereist. Am Himmel könnt ihr keine einzige Wolke erkennen und ihr habt einen richtig tollen Beobachtungsplatz bezogen. Das sind schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen, um die Sonnenfinsternis so richtig genießen zu können. Doch stopp! Scheinbar habt ihr das Wichtigste vergessen und das kann mehr als gefährlich werden. Den Sonnenschutz. Um eure Augen zu schützen, reicht eine normale Sonnenbrille nicht aus. Ihr benötigt eine spezielle Sonnenfinsternisbrille, die über 99% des Sonnenlichts herausfiltert. Auch eure Kameras, Teleskope und Ferngläser müssen mit einem speziellen Filter versehen werden. Das gilt übrigens für jede Art der Sonnenbeobachtung und nicht nur für die Sonnenfinsternis. Bei der heutigen Sonnenfinsternis handelt es sich übrigens um eine sogenannte ringförmige Sophie. Als solche ist sie allerdings nur in Russland, Kanada und Grönland sichtbar. In 60 weiteren Ländern, auch bei uns in Deutschland, ist sie als partielle Sonnenfinsternis sichtbar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Beobachten der heutigen Sonnenfinsternis. Bis bald, tschüssi!